Ja, ich grüße euch wieder und heiße euch wieder herzlich willkommen hier zurück zu Warhammer Age of Sigmar Tempest Fall. Ich war hier bei der Schmiede stehen geblieben. Ich habe mich damit jetzt auch ein bisschen genauer mit befasst. Und zwar habe ich meine Waffe nochmal hier verbessert. Und ich habe immer nicht gewusst, wo man die Magie sieht. Ja, aber die Magie ist das hier. Das ist die Magie, die sich immer wieder auflädt. Und ich habe einen neuen Zauber dazu bekommen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich den jetzt hinkriege zu zeigen. Vorführeffekt, man kennt's. Ah, genau. Das ist er. Und wie ihr seht, jetzt lädt sich das wieder auf. Boah. Das ist auf jeden Fall und wir haben jetzt eine neue Mission. Wir sollen die Runenarmbosse finden in dieser Stadt. Ich weiß jetzt allerdings nicht wo. Ich vermute, da hinten muss ich irgendwo hin. Wobei in der Beschreibung steht Stadt, aber das hier ist eher ein Tempel. Aber okay. Da habe ich noch so ein Fläschchen. Ich weiß immer noch nicht, was die bringt. Keine Ahnung. Das jetzt da gesaved. Ich will dann nämlich das Schwert haben. Gut. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht so richtig, wo ich jetzt hin muss. Deswegen müssen wir das jetzt erstmal herausfinden. Also, ist da notiert nur. Und das hier, das habe ich auch noch mal ein bisschen geübt. So, am besten immer so und dann so. Ja, das hier, also das ist quasi sozusagen Teleport. So, ich höre jetzt lieber auf damit, weil sonst wird euch bestimmt schlecht. Wettheim. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, also. Aber Wettheim klingt ja wie eine Stadt. Greife nach dem Symbol in der Nähe, um. So schnell kann ich nicht lesen. So schnell kann ich auch nicht lesen. Ihr könnt das, aber ich nicht. Zumindest mit Pause. So, hier war ich noch nicht. Is truly no one left alive in this city? No. Not with all the death rattle crawling everywhere. Ja, der sieht übel zugerichtet aus, aber ich denke mal, ich bin hier richtig. Fülle deine Geisterflaschen mit umherziehenden Seelen. Platziere dazu eine leere Flasche in die Aura der Seele. Aha. Ah, okay. Jetzt kommen wir der Sache mit den Flaschen schon näher. Wenn ich das jetzt mal irgendwie. Okay. Ja, was mache ich jetzt damit? Werfe die gefüllten Geisterflaschen auf Feindgruppen. Aber sei vorsichtig, sie können dir auch Schaden zufügen. Okay, also das ist quasi wie so eine Bombe. What the? Have at you. Naja, er ist immerhin fast tot. Och. Oh, immer diese Nighthounds. Ach ja, aber die Magie ist übrigens immer pro Waffe. Das war nix. Ja, die können aber ganz schön was ab hier.
Okay, der neue Zauber, der macht anscheinend viel Schaden. Ja, die tauchen immer einfach so auf, ne? Das sind halt, ja, Gespenster. Warum sollten sie das auch nicht? Ich soll irgendwie Ambosse finden oder so. Kann ich da so rüber? Nee. Keine Ahnung, wie ich da rüberkomme. Ach, da drüben geht's, glaube ich. Ah, okay. Dann gib mir mal den Stuff. Thanks. So. Dann wieder zurück. Oh, da ist auch noch was. Sehe ich jetzt erst. Ein großes Buch. Der Beginn einer neuen Realität, Teil 3. Okay, das ist wohl vielleicht ein bisschen Lore, die überall versteckt sind. So wie bei, wie hieß das andere Age of Sigmar Spiel noch? Stormgrounds, genau. Da gab es ja auch sowas. Okay, hier ist alles düster. Irgendwas leuchtet da, aber rein kann ich da nicht. Ja, wollen wir mal anklopfen? Ja, vielleicht wacht hier jemand auf, aber anscheinend wohl nicht. Kann da auch nicht einfach so durch, also. Nee. Nee, das kann ich, glaube ich, knicken. Was war denn hier drüben noch? Ne, von da bin ich ja gekommen und war da noch ein Weg? Nee. So wie es aussieht, nicht. Nehmen wir mal die Mitte. Noch ein großes Buch. Nighthorns 1. These ancient bones are all over the place. The power needed to cause such disruptions throughout the realm. Astonishing. Ja, so ein Ding habe ich ja noch. Da was drin? Tatsache, ich dachte, das ist nur eine Fackel, lol. So. Auch nur ein kleines. Alter, hier sieht man ja fast gar nichts. By Sigmar. Be gone, Spirits. Kann ich das einfach hinwerfen? So ein Blatt. Das mit den Blöcken muss man üben. Ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber okay, ich habe ja eine Fackel, ne? Moment.
Da war doch was. Ja. Und tschüss. Gibt den One-Hit? Ja, sehr gut. Dann können wir hier wieder das Schwert nehmen. Wenn das mal gehen würde. Ja, ihr seht schon, das ist alles nicht mehr ein übliches PC-Game. Hier höre ich noch irgendjemanden. Bard from the other side. Where have I heard that before? Echt? Mir nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ich da irgendwie so einfach durch kann. Vielleicht mit der Fackel. Nee, das geht nicht. Tja. Aber hier kommen wir ebenfalls noch lang. Das sind nur Skelette, wie es scheint. Die sind nicht ganz so gut. Ach Quatsch, was mache ich denn da? The reek of foul sorcery is getting stronger. Be gone, vermin! Get back to resting in peace. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Na, komm her. Made it. Okay, Skelette sind auf jeden Fall schwächer, aber es gibt bestimmt noch andere Skelette bei den Nighthounds. Obwohl, Skelette sind glaube ich eine andere Fraktion. Auf jeden Fall auch Untote. Hier sehe ich gar nichts. Eine Leiter? Ich sehe hier noch nicht mal eine Leiter. So einfach runter war. Zack. So, hier komme ich aber. Oh. Ich habe nichts gesagt. I see. A shortcut. But there's bound to be more around this place. Irgendwie im Moment. Ach nee, alles gut. Hä, bin ich jetzt wieder zurückgekommen? Oh lol. Ah nee, jetzt bin ich wieder. Hä, jetzt bin ich wieder zurückgekommen?
verstehe. Ach, die Kisten wieder. Die so merkwürdig aufgingen. Wie war das noch? So. So. Ist ja nicht viel drin. Naja, okay. Habe ich wenigstens halbwegs versteckten Loot gefunden, aber weitergekommen bin ich dadurch nicht wirklich. Eine Leiter. Das ist jetzt fies. Im Dunkeln da hoch. Wenn ich jetzt loslasse, fahre ich ja wieder runter. Nee, also... Nehmen wir die Abkürzung. Wo bin ich jetzt wieder? Achso, ja, jetzt bin ich ja wieder hier. Okay. Okay, gut, damit kann ich was anfangen. Hier waren die Skelette. Hier war ich noch nicht. By Sigmar. This arch collapsed by no accident. I need to find another way. Oh. Also irgendwie brauche ich immer sehr lange, um diesen Ball aufzuladen. Ja, 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 weil du mich zuerst schließt, darf ich nicht mehr hauen. Das war doch mal geil. The roads are blocked. There might be a way underground. Okay. Ja, man hat zum Glück nicht so wenig Leben, sonst wäre das Spiel immer sehr schnell vorbei. Es gibt aber später noch einen Hardcore-Modus. Ich glaube aber, dafür muss man das Spiel erst einmal durchhaben. Den würde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Habe ich noch so eine Flasche? Und du müsstest die trotzdem noch haben, ne? Ja, aber jetzt ist sie da unten, nicht rechts. Okay. Tja, hier gibt es wohl dann auch nichts mehr einzusammeln, wenn das alles eingestürzt ist. Also manche Ecken sind echt dunkel. Da wünsche ich mir irgendwie so eine Nachtsichtfunktion. Aber passt schon. Ja, ich habe für dich leider kein Fläschchen mehr, du. Ich kann dich nicht aufsaugen. Aber vielleicht finden wir ja noch eine. Schauen wir mal hier links. Jo, hier ist ja noch eine Menge. Na bitte. Da ist noch eine. This? A hidden passage? Ein Geheimgang. Bevor wir da rein, machen wir erstmal die Flasche voll.
Das Zeug möchte ich nicht trinken. Was ist denn hier eigentlich? Aufgabe Heldengrab. Ah, jetzt muss ich mich entscheiden. Ach, da ist auch noch Loot. Komme ich da so hin? Tatsache. Entweder Geheimgang oder da lang. Ich nehme erstmal den Geheimgang. Oh, ob ich das hinkriegt. Hinkrieg. Da runter zu gehen. Die werden sich bestimmt aber auch einfach fallen lassen. Aber ich will das mal testen. Das ist ja doch eine ganz schöne Ecke. Vielleicht hätte man das auch gar nicht überlebt. This must be a part of the sewer. Ja, so in der Katakomben hier, die sind sehr üblich für das Reich von Scheisch. Ja. Das sieht allerdings merkwürdig aus. Have at you. Waffe? Lol. Eins. Da ist jetzt wieder eine Leiter hoch. Und hier ist wieder eine Kiste. Nee, nicht nach oben. Der ist hier runter. Und dann hoch. Okay. Das kam mir wirklich so vor, als ob ich irgendwo reingreife. Ziemlich cool gemacht. Ja, hier ist anscheinend nichts mehr. Oder doch? Okay. So, jetzt habe ich drei Stück von diesen Dingern. Oh, gut, dass sie irgendwann von automatisch hochgehen. Alter, wo bin ich denn jetzt gelandet? Boah, einen Moment, ich muss nur mein VR-Sets richtig richten. Boah. So. Überall diese Totentempel. Geht to the burial grounds. I wonder if the wards against the undead still hold. Sieht cool aus. Ich weiß noch nicht mal, ob ich hier richtig bin. Weil es gab inzwischen zwei Abzweigungen. Einmal unten in den Katakomben eine Leiter und einmal kurz bevor wir in den Geheimgang gegangen sind, gab es da auch noch mal so ein blaues Symbol. So eins wieder drüben.
Von daher weiß ich nicht, ob ich hier überhaupt richtig bin. Aber vielleicht ist das auch ziemlich offen gelassen. By Sigmar, this place is barely standing. Ja, aber nicht von Nurgle. Ja, man merkt, ich habe meine Waffe verbessert. Stehen. Okay, da geht es weiter. Ja, das ist jetzt. Oh Mann, ey, wie viele Abzweigungen es hier gibt. There it is, the noxious scent of foul magic again. Ein Geruch von unreiner Magie. Ja, die rieche ich leider nicht. Würde aber gerne wissen, wie die riecht. Aber da, müssen wir noch ein paar Jahre warten. Okay, das haben wir gleich. So eine Fackel ist im Reich der Toten anscheinend Gold wert. Endlich mal eine Truhe im Hellen. Nein. Ja. Ich komme mir vor, als ob ich immer so ein bisschen in einen Kühlschrank greifen würde. Das ist irgendwie... Aber ist geil. Splendid. I won't have to run all the way around this wretched place. Hier fahre ich schon mal, ne? Ja. Wieder zurück. Oh, da sind ja noch zwei Flaschen, die habe ich ganz übersehen. Hoppla. Die eine können wir sogar voll machen. Ach nee, die hat gar keine Aura um sich herum. Denn nicht, dann müssen wir wieder zurück zum anderen Platz. Genau hier. Show yourself, Spectres. Das war schlecht. Oh, noch mehr Besuch. Ja,
dann bleibt von mir aus zu stehen. Noch mehr. Ja, das war ein sehr reifer Kampf, sage ich jetzt mal. Was ist das? Hä? Warum ist da so eine helle Stelle? Verstehe ich nicht. Das sah sehr ungewöhnlich aus. Ich dachte, das ist vielleicht irgendein Geheimversteck oder was weiß ich. Die kommen mir noch bekannt vor. Hail, Lord Arcanum! At ease, Anvils of the Hildenhammer. You sieve on edge. Is there troubles ahead? There always is. Trouble is putting it lightly. Praise be Sigmar for sending you our way. I see. I bring grave news to add to your own. Where is your leader? I'll lend my aid. In the chapel ahead. Please make haste, my lord. Stand strong. Mit dem ersten Liberator. Das ist er wohl nicht. Und die Tür hier, die scheint auch nicht aufzugehen. Okay. Jetzt muss ich erstmal schauen, wo links. Bin ich von hier nicht gekommen? Läuft wieder zugegangen. Hä? Hey. Verarschen? Achso, jetzt bin ich hier wieder. Nee, das war doch die falsche Tür. Ja, toll. Wir stehen jetzt nur noch nicht so ganz wo längs. Ah. Werde ich schon irgendwie herausfinden. Ui, kurz übel. Kreislauf. Ja, das ist doch gar nicht so einfach hier, so einfach ist es schon, das aufzunehmen, aber das geht doch mehr auf den Körper, als man denkt. Also hier kommen wir irgendwie nicht weiter. Klopf, klopf. Mit dem ersten Liberator reden. Der hier aber nicht zu sein scheint. Und hier kann man auch nicht durch. Ja, ich soll ja in die Kirche. Da komme ich anscheinend auch nicht rein, aber da drüben gab es ja noch mehrere Wege. Gehen wir mal weiter. Also hier jetzt nicht, sondern ein bisschen weiter zurück und dann waren da ja noch andere Gebiete. Guck
mal, da ist sogar noch eine Kiste. Das ist so ein Schwachsinn, dass ich mich hier nicht runter teleportieren kann. Die ist jetzt irgendwie nicht ganz aufgegangen. So. Ja, dann schauen wir mal wieder in den Kühlschrank rein. Irgendwie will er das jetzt gerade nicht aufsammeln. Ah, jetzt. And defile this holy ground. Ha! Come at me, you freaks. Sigmar, watch your future champion in action. Okay, dann kann ich auf jeden Fall nicht rein. Dann gehen wir mal hier wieder links. Guck mal an, hier ist sogar noch was. Hatte ich das übersehen oder war ich hier noch nicht? So, ich denke mal, hier kommen wir weiter. Aber da kommen jetzt bestimmt gleich Gegner. Das hier sieht so nach einem Kampfplatz aus. Natürlich. Why not? Klar. Hey, habe ich die falsche Waffe genommen? Jetzt ist alles dunkel. Ah, das steige ich zu dicht am Rand. Ich glaube, ich habe die falsche Waffe genommen. Das kann natürlich auch mal passieren. Wundert mich jetzt, dass ich den Schlag blocken konnte. Wo kommst du denn her? Die hören aber auch nicht auf. Die sind sehr hartnäckig hier gerade.
Habe ich ihn erledigt? Ja. So, jetzt auch. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Alter Schwede. Die Musik ist immer noch an. Ist da drüben noch einer? Na komm, dann killen wir den auch noch. Komm. Das macht irgendwie gar nichts. Aber viele Leben hat er. Irgendwie ist der verbuggt. Oh, die Musik ist immer noch an. Hey. Ist hier oben vielleicht noch jemand? Ja, hier ist noch Loot. Hier noch ist. Gut, dass ich das noch gesehen habe. So, ja, Gegner sehe ich jetzt hier aber nicht mehr. Keine Ahnung, warum die Musik nicht aufhört. Ich weiß es nicht. Ja, wir versuchen jetzt mal da hinten reinzugehen. Gesperrt. Oh. Das heißt jetzt gesperrt, weil hier die Musik noch an ist oder weil ich erst was anderes machen soll? Das ist jetzt die Frage. Du denn her? Voll, der ist unter der Hälfte. So, aber fies. Aber ich glaube, das ist jetzt immer noch grau. Wir noch nicht weiter. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Und zwar gehen wir jetzt mal hier längs. So. Okay, hier waren wir schon. Ja, ich weiß jetzt wieder, wo wir sind. Ja,
Ja, bei der Leiter. Bei der Leiter waren wir nicht hochgegangen. Gut, dass ich so einen guten Orientierungssinn habe. Es gibt Menschen, die haben überhaupt keinen Orientierungssinn. Für die ist das natürlich schlecht. Es ist immer ein bisschen problematisch, hier wieder hochzugehen. So, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Bringt mir das was, das hier zu verbrennen? Nö, glaub nicht. Aber ich würde mal mehr sehen. Kann man gar nicht verbrennen, doch. Toll. Kann man da anklopfen? Oder ist das nur Deko sozusagen? Also kann man nichts machen. Hä, hey, war ich nicht hier auch schon? Das kommt mir sehr bekannt vor. Hier war ich doch auch schon. Ah, hier bin ich jetzt wieder. Ja, nicht wundern, dass er korrigiert sich immer automatisch. Hier war ich überall schon. Aber hier war, glaube ich. Genau, und hier waren wir nicht. Deine Gesundheit regeneriert sich, wenn du nicht richtig getroffen wirst. I should hope this lift is in better condition than half the city. I'm not liking this ambience. Also mir ja. You really don't want me to leave this place, do you? Was wollte ich jetzt sagen? Also ja, jeder Part kann übrigens unterschiedlich lang werden, weil ich sehe die Aufnahmezeit hier nicht. Wo fährt der Endschild? Ist hier noch irgendwas? Nö. You been expecting me? Ja, mein, weil hier gerade so wenig sind.
Ich dachte schon, dass es ein Hammer, den ich einsammeln kann. Ja, aber den kann ich leider nicht einsammeln. Es gibt übrigens Gaal Maras, den haben wir von Karl Franz, den gibt es ja auch immer noch in Warhammer Age of Sigmar. Da gibt es übrigens auch eine eigene Kampagne zu. Der ist nämlich immer verloren gegangen durch eine Intrige von Sinch. Und ja, ist auf jeden Fall eine kleine eigene spannende Kampagne. Ich frage mich jetzt gerade, was ich hier machen soll. Ach, da komme ich mich beschreiben. Well, there better be another way out of here. Das hatte ich schon mal. Na, geht das jetzt? Ja. Die Rüstung ist zu dick. Ach. Nein. Yes. The only way is forward. Komme ich denn darauf? Gut, wird er mir ganz schwummerig, wenn man hier runterschaut. Verstehe. Ich weiß, was ihr denkt, nicht nach unten schauen, aber ich mach's. Extra für euch. Boah, alter Schwede. Ich glaube, jetzt habe ich es gleich geschafft. Man kann das Ganze natürlich auch überspringen mit diesen gelben Kreisen, aber... Ich mach's einfach mal. Und wenn ich es dann immer noch nicht schaffe, dann kann ich das ja immer noch machen. Weil das gehört ja auch hier irgendwie zum Erlebnis dazu. Es sei denn, das würde jetzt sehr oft vorkommen, dann würde ich das natürlich auch überspringen. Gut. Ja, also wenn es nerven würde, dann würde ich das natürlich auch irgendwann überspringen. Was soll ich jetzt hier machen? Fuck. Okay. Das war ein Fahrstuhl sozusagen. Ja, ich versuch's ja.
Alter. wir haben es geschafft, ohne überspringen. You, Nighthawks have no place where servants of Sigmar are honored. Das war nix. Ja klar. Ja, und der Fackel kann mich auch zuschlagen und blocken. Verdammter Weckhund! Die können schon ganz schön was ab. Hat sich jetzt das Kabel um mein Bein gewickelt im Kampf. Im Moment. Jetzt geht's wieder. Puh. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Have at you. So wie das. Down. Oh nö. Warte dich auf. Ja, klar. It seems you share my first name. The people of this city funded quite the resting place for you. I should hope finding a tombstone with my name on it is not an ill omen. So. Dann gehen wir mal an dem fetten Klotz vorbei. Nein, ich will nicht verfehlen.
So. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ach, da ist auch noch eine. Die habe ich fast übersehen. So, ja, das mit den Drohnen, das kann ich mir langsam merken, ne? Das ist ja jetzt nicht so wild. Das ist ja irgendwie wie so eine Gefriertruhe und da greift man dann rein, um sich die Pommes zu nehmen. Also einen Kühlschrank muss man ja anders aufmachen, aber das ist hier irgendwie wirklich wie so eine Gefriertruhe. I'll put this scroll to good use. Finally, an exit. Uff. Ja. Gut zu wissen. Okay. Ich muss jetzt mal gucken, wie lange ich hier schon aufnehme. Das ist... Oh. Schon eine Stunde. Gut, Leute. Ich verabschiede mich dann mal. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Ich hoffe, euch gefällt's, wenn ihr es abkönnt. Ja, ist natürlich nicht für jedermann was, weil man das, wie gesagt, halt einfach auch nicht ab kann. Deswegen streame ich das auch nicht, deswegen mache ich das auch auf YouTube. Und dann lasst gerne ein Like und ein Abo. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge im Reich von Scheich. So, wo ist der Knopf? Da.